Oh, ich grüße euch. Ja, wird aber auch mal Zeit, dass du endlich hier antanzt, gönn fest später. Ja, da war Stau auf A3,5, ne? Da konnte ich nichts machen irgendwie. Wieso Stau? Du wohnst ja nur 10 Minuten zu Fuß weg, oder was? Ja, Stau war da trotzdem, ich wollte ihn beobachten. Hast du denn wenigstens auch ein bisschen was zu trinken geholt, oder? Ja, natürlich, das hab ich besorgt. Was ist das denn? Ja, wieso? Das ist was zu seppen für uns. Das ist ja wohl Kindersekt. Das ist überhaupt kein Kindersekt. Natürlich ist das für Kinder, das steht doch sogar drauf. So ein Blödsinn. Ja gut, aber das schmeckt doch trotzdem. Und wie sieht's mit Feuerwerk aus? Ja, das habe ich auch besorgt. Das ist alles, oder was? Wieso? Das reicht doch für uns. Man kann endlich wieder Feuerwerk machen und du bringst das mit? Keine Knaller, keine Böller und keine Raketen, oder was? Was willst du denn damit? Ja, damit will ich knallen, ballern und Raketen in der Luft jagen, ne? Wir sind doch keine Kinder mehr, also. Was hat denn das damit zu tun? Ja, ich meine, wollt ihr um die Häuser ziehen und hier Briefkästen kaputtböllern, oder ja, was? Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber das fällt ja nur flach, weil du nur so ein Kindermist gekauft hast. Das hier ist solides Tischfeuerwerk. Also, ich meine, wir sind erwachsene Leute. Wir gehen doch nicht mehr in der Grundschule und wollen hier mit unserem ersten Feuerzeug durch die Gegend ziehen. Ja, und doch trotzdem das hier kaufen, oder? Den Kindermist kannst du alleine wegsaufen, ne? Das ist echt ein Griff ins Klo hier, oder? Wieso wollt ihr denn unbedingt böllern? Was ist denn los mit euch? Naja, weil es Spaß macht. Ja, und weil wir damit die bösen Geister vertreiben wollen. Was? Mit dem Feuerwerk vertreibt man die bösen Geister, das ist doch klar. Blödsinn, das wird doch nur gesagt, damit Spatzenhähne wie ihr viel Geld für Feuerwerk ausgeben. Also, ich habe dieses Jahr nichts gekauft. Nee, ich habe ja auch nichts gekauft. Du hast ja alles bezahlt. Ja, aber so generell meine ich. Und außerdem, was denkt ihr denn, wie das abläuft? Dass man das benutzt und die Geister hauen einfach ab, oder was? Ich denke schon. Ja. Oh, guck mal da, da ist er weg. Mensch, pack das Ding weg, ich hab eine andere Lösung. Wieso, was willst du denn machen? Das hier, das sollte genügen. Ihr miesen Schweine, das ist ja meine Schwäche, woher wusstet ihr das? Das ist ja brillant, das funktioniert ja sogar. Natürlich funktioniert das. Dafür werdet ihr büßen! Was ist denn jetzt heute der Plan eigentlich? Ja, ein bisschen was trinken, eine gute Zeit haben und einfach Spaß haben, dachte ich. Dann hättest du aber vielleicht mal was anderes kaufen müssen, ne? Ich meine, wir können ja auch noch Blackies machen oder so. Nee, ich hab Hunger jetzt. Ja, und genau deswegen habe ich an Berliner gedacht. Du meinst Pfannkuchen? Ich glaube, ihr redet von Krapfen, oder? Auf jeden Fall habe ich was zu essen besorgt, falls ihr Hunger habt. Du, ich würde auch einen abnehmen. Ja, komm, was soll der Geiz hier? Weg damit. Ja, die Dinger kann man echt essen. Hast du die selbst gemacht, oder? Die habe ich selbst gekauft, ja. Nicht schlecht. Kann ich noch einen haben? Hast du deinen schon weginhaliert oder was? Ja, ich habe dir doch zwei hingestellt. Nimm mir den einen. Die gehen runter wie warme Semmel. Du meinst wie warme Brötchen. Du meinst wie warme Wecken. Du meinst wie warme Mutschli. Du meinst wie warme Wecken. Du meinst wie warme Weckli. Du meinst wie warme Rundstücke. Du meinst wie warme Wecken. Du meinst wie warme Wecke. Du meinst wie warme Wecker. Du meinst wie warme Knüppel. Du meinst wie warme Weckler. Du meinst wie warme Schritte. Ist ja auch egal jetzt, wir wissen doch, was wir meinen. Was ist das denn? Was ist los, Günther Rahne? Ist das Marmelade oder was? Voll Deibel. Ich will wieder einen mit Senf haben wie vorher. Du meinst Mostrich. Du meinst Mustard. Ja, ich mein, wollt ihr um die Häuser ziehen und hier Briefkästen kaputtböllern oder was?